Ein herzliches Willkommen im Namen des LCB, auch im Namen von Maren Jäger von der Humboldt-Universität und Angelika Zirker von der Universität Tübingen. Ihnen beiden verdanken Sie, 2 Tage der sprachlichen und poetischen Ökonomie, ein höchst abwechslungsreiches Programm, deshalb eigentlich eher Tage des Überflusses. Auch morgen noch verfolgbar auf Zoom. 2 Themen fließen ineinander, das Graduiertenkolleg Ambiguität von Tübinger Seite und das Graduiertenkolleg Kleine Formen von der HU Berlin. 2 in 1. Die beiden Abende, heute und morgen, die nun auch Teil des regulären LCB-Programms sind, befinden sich also im Spannungsfeld dieser Tagung. 2 in 1 ist deshalb auch diese Begegnung mit Clemens Setz. Es vereinen sich in ihr die Vorstellung des Buches Die Bienen und das Unsichtbare, die im November ja leider verschoben werden musste, mit dem Nachdenken über Ambiguität und über kleine Formen bzw. sprachliche und poetische Ökonomie. Wie gut das Buch von Clemens Setz im Themenraum Ambiguität aufgehoben ist, macht schon das erste Kapitel deutlich, Titel Das Tänzeln. Clemens Setz zeichnet die tänzelnde Bewegung des Verstandenwerdens nach, bevor er uns mitnimmt auf einen Trip durch die Geschichte der Plansprachen, wie zum Beispiel Esperanto, von Karl Bliss bis Dagmar Kraus. Dass Clemens Setz auf der anderen Seite auch ein Straßenkünstler der kleinen Formen ist, wissen alle von Ihnen, die ihm auf seinen Twitter-Wegen durchs Netz folgen. Ente und Hase Gute Nacht sagen werden, in Form eines spektakulären gemischten Doppels von Britta Stolterfoht und Ulf Stolterfoht. Außerdem das stimmgewaltige Doppel Mara Genschel und Martin Schüttler, sowie Eugene Ostaschewski und Uljana Wolf mit Gossip und Ossip. Jetzt aber erst einmal willkommen im Hier und Jetzt. Ich übergebe an Maike Fessmann, die hier zu meiner Rechten sitzt und erfreulicherweise das Gespräch mit Clemens Setz führen wird, der seinerseits in Wien sitzt. Maike Fessmann, die Sie als wichtige Literaturkritikerin kennen, ob Süddeutsche Zeitung, ob Deutschlandradio, ob vieles andere mehr, Jurorin beim Ingeborg-Bachmann-Preis, Trägerin des Alfred-Kerr-Preises, ... Fühlen Sie sich also in den besten Händen und haben Sie einen schönen Abend. Herzlich willkommen, Maike Fessmann. Herzlich willkommen, Clemens Setz. Vielen Dank, Florian Höllerer. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich heute diesen Abend mit Clemens Setz moderieren darf, hier aus dem Literarischen Kolloquium in Berlin. Schöne Grüße nach Wien, lieber Clemens Setz. Hallo. Wir sprechen über die Bienen und das Unsichtbare, über Plansprachen und Kunstsprachen, sprich über erfundene Sprachen, die zu ganz verschiedenen Zwecken erfunden wurden. Darüber werden wir sprechen nachher genauer. Die bekannteste Kunstsprache ist sicher Esperanto. Auch relativ bekannt ist Volapük oder Bliss Symbolics. Klingonisch ist auch vielen bekannt, also die Sprache, die extra für das Star Trek-Universum erfunden wurde. Weitere Sprachen dieser Art sind etwa Loshban, Wortstämme aus den sechs häufigsten Weltsprachen werden kombiniert und durch einen speziellen Algorithmus verknüpft. Und eine weitere Sprache, die Sie heute Abend kurz kennenlernen werden, ist Ladan, eine speziell auf Frauen zugeschnittene Sprache, die besonders emotional sein soll, was immer das heißt, ob jetzt Frauen besonders emotional sind oder nicht. Auf jeden Fall möchte diese Sprache darauf Rücksicht nehmen, dass Frauen anders denken als Männer und erst recht anders fühlen und ihren Alltag anders beschreiben. Es geht also um Kunstsprachen und es geht auch um Poesie. Und es geht um die durchaus bemerkenswerte Tatsache, dass jenseits der Weltliteratur noch so eine Art Schattenweltliteratur besteht, die in einer Sprache gedichtet ist, die nur wenige sprechen. Es gibt kaum Native Speaker in den Kunstsprachen, in den Plansprachen. Und trotzdem gibt es eben zahlreiche Gedichte. Wie sind die entstanden? Wofür sind die gut? Warum dichtet jemand in einer Sprache, die so selten vorkommt? Ist es nur was für Tüftler, nur was für Eingeweihte?
für Spielfreudige oder Experimentierlustige. Darüber werden wir sprechen, Clemens Setz und ich. Und Clemens Setz wird auch einige dieser Gedichte vortragen. Dafür jetzt schon herzlichen Dank, denn das ist ziemlich schwer, wie ich mir das vorstelle. Ja? Und er trägt auch natürlich seine Übersetzungen dieser Gedichte vor. Und das sind wirklich Glanzleistungen des Hineindenkens und auch Glanzleistungen des Groovens in einem eigenen, anderen Rhythmus, der dann da was überträgt aus diesen Gedichten. Clemens Setz ist, wie Sie alle wissen, ein extrem einfallsreicher, kluger, witziger Autor. Er hat Freude an randständigen Wissensgebieten. Er schraubt sich in diese Wissensgebiete förmlich hinein. Er hat Vergnügen an Effekten des digitalen Zeitalters. Und er hat gleichzeitig ein hypersensibles Sensorium für das Zusammenspiel von Innenwelt und Außenwelt. Und auch dafür, wenn dieses Zusammenspiel nicht klappt. Er weiß auch um die Trostbedürftigkeit des Menschen. Der Trost runder Dinge heißt sein letzter Erzählband. Seine Figuren gehen darin bizarre Wege, wenn sie ihren Ängsten und Versehrungen entgehen wollen und ihnen irgendwie Herr werden wollen. Die Biene und das Unsichtbare erzählt auch von einer Lebenskrise und vom Zusammenhang zwischen Krise und Spracherfindung. Er hat ganz eigentlich immer aufgestellte Antennen für alles, was irgendwie anders ist als das Gewohnte. Seit Bot, diesem nach dem autonomen Programm des Internet benannten Twitter aus mehr oder weniger fingierten Gesprächen und mehr oder weniger fingierten Tagebuchnotizen, verschränkt er seine experimentellen Weltdeutungen immer stärker mit autofiktionalen Erkundungen. Er beherrscht alle Genres, Gedichte, Essays, Theaterstücke, Romane, Erzählungen, tatsächlich alles. Für die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes, dem Erzählungsband, wurde er 2011 ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Drei seiner Romane waren für den Deutschen Buchpreis nominiert, die Frequenzen, Indigo und die Stunde zwischen Frau und Gitarre. 2019 bekam er den Berliner Literaturpreis, 2020 den Kleistpreis. Nun also dieses hybride Wunderwerk aus Poesie und Reflexion, aus Erzählung, Spekulation und Theorie. Es ist auch eine Passionsgeschichte im doppelten Wortsinn. Neben den Bienen, dem Symbol des Dichtens und Übersetzens, ist ein von Kafka entlehntes Mischwesen das Wappentier. Als roter Faden tänzelt dieses Katzenlamm durch den Text und lockt die Leserinnen voran. Florian Höllerer hat es auch bereits erwähnt, dieses Wappentier des Buches. Lieber Clemens Setz, wie kam es denn zu dem Buch? Was war der Grundimpuls oder was war die Grundidee, über Plansprachen zu schreiben? Ich erinnere mich nicht an eine Grunderfahrung oder an ein Erlebnis, ein Ereignis, was das dann notwendig gemacht hat. Es war eher so etwas Akkumulatives. Es waren immer wieder, also häufig entstehen bei mir Bücher, weil ich mich wundere über etwas. Immer wieder, zum Beispiel, es kann was Fiktives sein. Warum macht die Figur das? Warum so weiter. Und da war es ein bisschen realer, da war dieses fortwährende sich wundern, warum existieren eigentlich Romane und Theaterstücke in Esperanto? Ich hatte das halt mal gehört vor vielen Jahren und dann habe ich eigentlich immer wieder so ein bisschen reingeschnuppert, nur so über, weiß nicht, vielleicht seit 2010. Und dann ab 2015 habe ich dann plötzlich zu lernen begonnen. Und ausschlaggebend war da ein YouTube-Video, wo Interviews waren mit Muttersprachlerinnen von Esperanto. Die sind also, die haben das als Muttersprache gelernt und sprechen es anders als die echten Esperantisten. Und dann gab es auch diesen Hinweis, kein Dichter oder keine Dichterin in Esperanto, es gibt viele, aber keine von denen ist Muttersprachlerin oder Muttersprachler. Das ist auch seltsam. Das gibt es auch in keiner anderen Sprache. Weil normalerweise sind es die Muttersprachlerinnen, die
dann schreiben in der Sprache, logischerweise. Also der überwiegende Teil schreibt in der früh erlernten Sprache. Also alles so seltsame, verschobene Verhältnisse. Und dann das dritte Ereignis war dann, dass ich einmal ein Gedicht auf Esperanto dann gelesen habe und es verstanden habe, ohne es noch gelernt zu haben. Das war auch wie so ein Teleportationstrick, der plötzlich da so ein Gedicht in meinen Kopf beamt, ohne dass ich die Sprache vorher gelernt haben muss. Also das waren so eine Reihe von Dingen. Und aber das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, wären eigentlich Impulse für interessante Artikel, für Blog-Einträge, für ja, Essays eigentlich. Und es wurde dann aber nicht ein Essay, sondern etwas Romanartigeres oder zumindest etwas, was manchmal zwischendrin so eine Erzählung macht, also eine Erzählung bietet und auch von mir selber, eine autobiografische Erzählung. Und das ist entstanden durch, oder das war notwendig, weil ich hatte mich da eben viel beschäftigt mit den Biografien dieser Menschen, die Erfinder der Sprachen, die Sprecher und Sprecherinnen, die Dichterinnen. Und da war dann plötzlich dieses Magma der Literatur, also das will erzählt werden. Man merkt dann, es ringeln sich die Fühler auf und man bekommt diese Lust, das immer wieder nachzuerzählen. Bei mir ist das zum Beispiel dann im Alltag spürbar, mündlich. Ich muss dann immer wieder dieselbe Geschichte erzählen jemanden und ich reite darauf herum. Und das war dann stärker als nur ein gutes Essay-Thema oder guter Anlass für einen interessanten Zeitungsartikel, sondern es war das, wo man dann was Romanartiges draus baut oder einfach etwas Erzählendes. Das waren die Lebensgeschichten dieser Menschen, die da drin waren. Die sind wirklich extrem parabelhaft. Sie sind auch sehr, also meistens von Extremen begleitet. Geschichten über Verfolgung, über Abgeschiedenheit, über Liebe und Tod und Drama und autistischer Versponnenheit und wieder zur Welt zurückfinden und jahrzehntelangen Sehnen nach verstanden werden. Lauter solche unglaublichen, dramatischen Geschichten waren das. Das war dann so die Substanz, aus der ich das gebaut habe. Letztens. Ja, ein bisschen schwer zu beschreiben, aber so ungefähr war die Chronologie. Ein bisschen lange Antwort. Aber. Nein, das ist eine gute Antwort, weil das Buch auch gut erschließt, finde ich, weil es ist ja tatsächlich voller Geschichten und man merkt es nicht gleich am Anfang, dass man eigentlich in so ein, von einer Geschichte in die andere stolpert. Sie ziehen das ja auch immer wieder so durch, manche Motive werden durchgezogen und am Anfang erzählen Sie ja die Geschichte dieses armen Menschen, der hier Y genannt wird, der von einem Kapitän Persisch lernt, wie er meint, und dann schreibt er die wunderbarsten Gedichte und irgendwann entdeckt er, weil er die klassische persische Literatur liest, dass er kein Wort versteht und dass er offenbar sein ganzes Herz in Gedichte gegossen hat, die niemand auf der Welt versteht, obwohl er dachte, Persisch sei genau das, was für sein Gehirn genau das Richtige sei. Und das ist ja auch eine interessante Fragestellung. Was passiert mit so jemand? Denn die Gedichte ändern sich ja eigentlich nicht. Er kann stolz drauf sein, ich habe tolle Gedichte geschrieben. Ich selber verstehe sie ja irgendwie. Aber dann ist er plötzlich in der Situation, dass er weiß, diese Gedichte werden nie Leser finden. Und diese Figur, die wiederholen Sie ja häufig in dem Buch. Also das ist ja eigentlich ein Basso Continuo, der sich durchzieht, dieses Einsamwerden durch Sprache oder durch den Verlust der Sprache. Ja, es ist etwas, was normalerweise nur passiv erlebt wird im Augenblick von Exilerfahrungen. Wenn man zum Beispiel, man kann ja viele nennen, der Isaac Bashevis Singer, zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsautoren, polnischer Jude und Muttersprache Jiddisch und er schrieb nur auf Jiddisch und emigrierte schon früh in die USA und da gab es eine jiddische Lesecommunity, den Vorwärts, die Zeitung. Und dann aber mit der Zeit wurden das immer weniger und weniger. Die nächste Generation lernte nicht mehr Jiddisch und über die Jahrzehnte starb ihm tragischerweise diese Leserschaft weg, aber er blieb dabei. Das allerdings hat er sich nicht selbst ausgesucht. Oder anderes Beispiel, Czesław Miłosz, auch im amerikanischen Exil, schreibt Gedichte und er schreibt in einem Gedicht, hier wieder ein Gedicht in Polnisch, der Sprache, die niemand versteht. Also er war umgeben von vielleicht
Slawisten, die vielleicht schlechtes Polnisch konnten oder so, und es war irgendwie niemand da. Oder auch Bedau im Exil, ja, man kann viele nennen, aber die haben sich das nicht selbst ausgesucht. Die hätten lieber eine ursprüngliche Leserschaft in ihrem Land oder in ihrer Kultur, wo es die noch gab, bevorzugt. Aber dann gibt es diese merkwürdigen Geschichten, wo das absichtlich erzeugt wird, wo jemand aus einem ungeheuren Drang ein riesiges Vokabular erfindet und dann Gedichte darin schreibt, die noch kein Mensch verstehen kann. Und dann aber versucht, das sogar beklagt und das dann bekämpft und dann die Leute auch einlädt, das zu verstehen. Auch irgendwie, also das ist das Merkwürdige daran, dass man so ein künstliches Exil erzeugt, was übrigens auch in der Esperanto-Bewegung auch eine Rolle spielt, dieses sich als Diaspora deklarieren. Da gibt es verschiedene Lager, die das also gut finden oder schlecht finden und oder Mischungen vorschlagen. Aber es gibt ja eben eine Strömung, die ein Selbstverständnis als über die Welt verstreut sozusagen propagiert. Was auch seltsam ist, weil man ist es ja nicht eigentlich. man wäre es nicht. Aber es sind so Software, die hineingeladen werden ins Gehirn. Also so Memes, würde man heute vielleicht sagen, so Kleinsteinheiten des Denkens, die dann so zu schnell zu einer Persönlichkeit werden. Und es wirkt am Anfang wahnsinnig paradox. Und das erste Gedicht, das ich zeigen werde, ist wirklich so ein paradoxer, höchst paradoxer Fall, weil es ist von einem Mann, der eigentlich überhaupt nicht in einer begünstigten Umgebung war. Er musste 20 Jahre suchen nach den anderen Sprechern, die es noch irgendwo versprengt gab. Und trotzdem hat er nicht auf Deutsch, sondern auf seine Muttersprache, sondern in dieser seltsamen Sprache, die niemand mehr konnte, gedichtet und hat wunderschön gedichtet. Er ist wie, also für mich, wie Heine oder Keats oder so jemand. Und das ist das Seltsame. Das kann ich bis heute nicht ganz verstehen. Aber ich kann es mit Staunen und einer Bewunderung für das Mysterium der Menschheit nacherzählen. Ja. Ich habe keine Erklärungen in dem Buch. Ein paar schon, aber nicht. Ich habe manchmal Theorien zu gewissen Dingen. Aber es geht mir eher um die Darstellung des Mysteriums. Dieses Eigenartige, dieses merkwürdig Flammende im Menschen manchmal, dass so etwas herstellen will, etwas bauen, etwas machen, was von außen betrachtet absurd bleibt oder quichotesk oder vergeblich. Und das hat aber dann doch ich will jetzt nicht zu pathetisch klingen, aber es hat so einen Glanz und eine Strahlkraft, die einfach für mich unwiderstehlich ist. Wollen Sie vielleicht die Gedichte mal vortragen, damit gern, ja. die Zuhörer also das erste wissen, ist, wie sich das anhört? Ja, das erste ist in der Sprache Volapük. Volapük bedeutet Weltsprache. Vol und Vola von der Welt, Pük sprechen, also oder Sprache. Erfunden von einem katholischen Priester namens Johann Martin Schleyer. Und es war der erste eigentliche Versuch einer Weltsprache, einer Welthilfssprache, gedacht dafür, dass alle die lernen als Zweitsprache und die ganze Menschheit, so ein bisschen wie heute mit Englisch, wo das nicht auf die ganze Menschheit zutrifft, aber auf so bestimmte Teile von ihr. Und das Problem mit Volapük war ganz kurz, das Problem von Volapük war dieses Esperanto. Das wurde nämlich kurz danach erfunden, propagiert, vervielfacht. Und Volapük ist der Verlierer. Ich habe immer gern so ein bisschen die Geschichten von Verliererphilosophien. Möchte auch seit Jahren eine Biografie schreiben über den, so kurz als Nebenbemerkung von Alexius Meinong. Das war dessen Claim to Fame ist nur, dass er von Bertrand Russell widerlegt wurde und danach weg vom Fenster war für immer. Das war sein ganzes in der Philosophiegeschichte. Er hat nämlich gesagt, dass nicht existierende Dinge doch existieren. Das war sein Credo und seine Philosophie, ein bisschen verkürzt dargestellt. Aber er war eben so, er ist ein Verlierer, er ist widerlegt worden und die Philosophie ging ohne ihn weiter. Und ich mag solche Dinge, wo die Welt wendet sich ab von der Person oder der Bewegung oder der Philosophie oder dem Werk und geht weiter. Aus ideologischen oder was auch immer Gründen. Und manchmal ist es interessant, die anzuschauen. Dann. Oder Ezra Pound, auch der in meinem Buch vorkommt, auch so jemand, der eigentlich so viele Verirrungen gemacht hat, dass die Welt irgendwann genug hatte von ihm. Und ab da ist er dann irgendwie interessant für mich. Na gut, ich erzähle mal nur kurz, wer dieser Johann Schmidt war, dessen Gedicht wir gleich hören. Er war Musiker und er war Soldat im Ersten Weltkrieg, wurde dann verwundet und
konnte nur noch ein bisschen Klavier spielen und hat dann beim Stöbern nach Musiknoten ein Buch entdeckt über eine Sprache namens Volapük. Und er suchte in Zeitungen, damals gab es ja kein Internet, nach Anhängern dieser Sprache und hat bald gemerkt, dass die seit fast 30 Jahren niemand mehr spricht oder fast mehr als 30 Jahren und dass die verschwunden ist, kurz um die Jahrhundertwende. Und 3 Jahre hat es gedauert, bis er einen anderen Menschen fand, der die noch gesprochen hat. Und dann hat er dafür gesorgt, im Alleingang fast, dass die wieder lebendig wird. Er hat sie um 10.000 Wörter angereichert, hat Lehrbücher verfasst, obwohl es nur 20 Sprecher noch irgendwo gab. Er hat natürlich dann neue Sprecher generiert, ein bisschen sich bemüht. Und dann kamen die 30er Jahre, es kam die Nazi-Herrschaft und Volapük wurde schnell verboten. Und er musste wieder in den Untergrund gehen. Und er lebte während dem Krieg, hat er gearbeitet in einer menschenleeren Fabrik in Weißkirchen am Taunus und hat nachts, während die Bomben in die Umgebung gefallen sind, hat er noch Lehrbücher für Volapük geschrieben und Gedichte. Er war aber da schon vollkommen abgeschnitten von jedem anderen Volapükisten der Welt. Und schreibt aber in seinem Lebenslauf, wie es auch kommt, ich glaube, dass sich mein Leben gelohnt hat. Nicht nur in familiärer Hinsicht, sondern auch im Dienste für die Allgemeinheit. Es war mir vergönnt, manches aus der Vergangenheit festzuhalten. Sehr würdevolle, sehr demütige Art, wie er das ausdrückt. Er hätte viel Grund gehabt, sich zu beklagen, oder? Und er war wirklich ein begnadeter Dichter. Hier ist das Gedicht. Es klingt, wenn man es noch nicht gehört hat, Volapük, am Anfang ein bisschen kurios. Es sind gerade für das Deutsch gewohnte Ohr oder mitteleuropäische Sprachen gewohnte Ohr, ist es sehr, es klingt fast parodistisch. Das ist aber nur ein zufälliger Eindruck unserer Startbedingungen. Ich lese es zuerst auf Volapük vor, meine Aussprache ist nicht so gut leider, und dann meine Übersetzung. Flukyp. Fogastrips lunik bibonsus glun. Böts emoikons sa sola glut. Teps rorons so vadiko önsun. Letuix tremons in tepavut. Blets letik edofalons de bims. Valöpo tegons gluni gedik. Nubinos flukyp, adieu, o drims. Ac adieu, o hitup lejeunik. Ta fenets reinatovs falons. Seadop soalico in cem. Etikots glumulik davedons. Liv oba beivegon in mem. Flens obic, tacedons in sepuls, se nelop osi de dup lutup, das binop beldic, edu flapuls, lat obic spicon binos flukyp. Schwierig, mit sehr viel Ü und Ä und so, und auch eine etwas ungewohnte Vokalmelodie. Hier meine Übersetzung, die nur einigermaßen heranreicht an die Eleganz des Originals. Herbst. Ich habe mich auch bemüht, den Originalklang und das Versmaß und das Reimschema zu behalten. Schau, wie lang der Nebelstreifen quillt. Vögel waren hier samt Sonnenglut. Stürme tosen aufgepeitscht und wild und lassen Äste schwirren in ihrer Wut. Späte Blätter fielen um die Bäume. Und säumen graue Erde weit und breit. Nun ist es wieder Herbst. Adieu, o Träume. Adieu, du Sommer, schönere Jahreszeit. Der Regen dringt ans Fenster wie ein Tier. Ich bin zu Hause und mein Geist wird trüber. Nur traurige Gedanken kommen mir und in mir zieht ein Lebenslauf vorüber. Und meine Freunde ruhen in der Erde. Ich denke Tag für Tag auf meinen Wegen, dass ich auch bald im Grabe liegen werde. Und unser Herz spricht zwischen seinen Schlägen, es ist jetzt Herbst, kein Grund sich zu bewegen. Ich habe den letzten Satz nur
hinzu erfunden, dass ich keinen Grund, sich zu bewegen. Einfach aufgrund der Reimnot. Wirklichkeit endet das Gedicht mit Es ist Herbst. Binos Flugüb. Besonders, also gut, ich habe auch ein bisschen so, manchmal freier. Düb heißt nicht von Tag zu Tag, sondern Stunde zu Stunde, aber es war eben vom Versmaß leichter und ja. Aber wirklich, also sehr einzigartig schön seine Gedichte und ich glaube fast, ich war vielleicht, während ich daran gearbeitet habe, der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der intensiv Johann Schmidt Gedichte gelesen hat. Ich sage das jetzt nicht selbstherrlich, aber eher so ein merkwürdiges Begreifen, dass man eigentlich, dass der nicht mehr existiert und trotzdem sowas Schönes noch. Also nicht nur schön, auch sowas einzigartig Verwunschenes. Ja. Das ist so ein jemand, der auch irgendwie so einen Verschwindezauber erlebt hat. Wirklich buchstäblich. Ne? Es gibt da so Vorgänge in der Welt und dann ist der unsichtbar und so richtig unerreichbar, weil es ist alles in so einer kodierten Sache geschrieben. Es gibt noch Volapükisten, aber ich weiß nicht, ob die den lesen. Also vielleicht manchmal. Ne? Die schreiben auf so einer Facebook-Gruppe manchmal miteinander. Aber ich sehe da auch wenig Lyrik. Also ja, es ist eine eigenartige Sache, dass das passiert ist. Und gerade gestern habe ich eine wunderschöne Geschichte von Adalbert Stifter gelesen, das Heidedorf, so frühe Geschichte, wo er über eine Großmutter schreibt, dass sie ist schon etwas dement, würden wir heute sagen. Und sie spricht oft so vor sich hin, so aus der Bibel und mit den Toten. Und Stifter, dieser Halunke der Zartheiten, er sagt dann sowas so, ich kann es nicht auswendig, aber also hier ist eine Dichterfülle, eine Dichterin, einfach die aber von niemandem, nicht mal von sich selber bemerkt wurde. Sie ist einfach vorübergelebt, nennt er das. Und trotzdem wäre ein Menschenkenner in dieses Tal gekommen, was natürlich nie vorkam, er hätte gemerkt, dass hier eine Dichterin ewig aus der Fülle schöpft. Aber und ich glaube, solche Lebensläufe gibt es und gab es wirklich viele. Frühgestorbene, früh oder auch verhinderte Menschen. Menschen, die zu arm sind, dass sie sich in die Position bringen, dass sie groß Dichter sind und so weiter. Ja. Also das steckt da alles drin. So die vielen, vielen verhinderten und unsichtbar bleibenden Werke, die wahrscheinlich mit Sicherheit größer sind als die unsere Klassiker, als unsere, weiß nicht, Shakespeare, Tolstoi und Beckett oder was auch immer. Ja. Entschuldigung, ich bin heute sehr predigend, das ist gar nicht sonst meine Art. Nein, das ist doch, ich habe gerade nur wir wollen ja die anderen Gedichte, ich habe gerade, nee, nicht, dass ich drängen will, überhaupt nicht, sondern ich habe nur gerade die Spur verfolgt, die ich mir selber durch dieses Buch gelegt habe und Das geht jetzt, das zweite Gedicht. Nee, ganz kurz, weil das geht jetzt bei mir sozusagen in zwei Richtungen. Das eine ist die Idee, auf die ich immer wieder stoße bei Ihnen, das ist sowas wie das Gehirn anderer Leute umprogrammieren, dass man dort drin ist und dann irgendwann sich auch verabschieden kann. Das ist sozusagen eine technizistische, gegenwartstaugliche Beschreibung des Überdauerns dadurch, dass man irgendwas hinterlässt, was mit Bedeutung versetzt ist oder mit Sprache oder mit irgendwas dergleichen. Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja eigentlich einfach die klassische Version davon. Sie haben das jetzt selbstherrlich genannt, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja eine Form des Eingedenkens. Es steht ja über vielen Todesanzeigen, solange noch jemand an mich denkt, bin ich nicht vergangen. Und so ist ja diese Sache eigentlich auch konstruiert, wenn Sie dann auf so ein Gedicht stoßen und dann als Clemens Setz wunderlicherweise völlig berührt werden von diesem Gedicht und es vortragen und uns jetzt davon wieder zu erzählen, ja, ist das ja eigentlich eine uralte Kulturtechnik, die mit Schrift und Erinnerung zu tun hat. Ja, und zugleich natürlich sieht man auch in der Begegnung mit sowas oder mit der Praxis dieses Zeit und Raum aufhebenden Gebets, sieht man auch diese ungeheure Gefräßigkeit, die das, vielleicht wie nennen wir es, das Nichts oder das, was halt Menschen schluckt. Und also es gibt auch so ein
Beispiel, was ich gerne nenne, ist von V.S. Naipaul. Es gibt das Buch The Loss of El Dorado. Und das war ein Auftragswerk damals. Sie haben ihn halt beauftragt, über diese spanischen Eroberer, die El Dorado suchen, zu schreiben. Und er hatte wahnsinnig viel Material und hat einmal gemerkt, dass er irgendwo in einer so spanischen Aufzeichnung von einem Mönch wahrscheinlich, sieht er eine Erwähnung eines ganzen Volkes, ein ganzes Reich oder irgendein Volk, das nirgends sonst erwähnt wird. Und er hat auch nur diesen einen Namen. Und er denkt sich, also er findet in keinem Nachschlagewerk nichts darüber. Das heißt, das wurde einfach als Ganzes geschluckt und kam nur ein Name kommt vor, irgendwo. Und er denkt in dem Moment, ja, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der an dieses Volk noch denkt. Aber woran denkt er? Er denkt eigentlich nur einen Namen. Das sind vielleicht drei Silben oder so. Er denkt eigentlich gar nichts. Ne? Es ist ein leeres Hinaus, so eine Brücke in den Raum hineinhalten und es dockt eh nirgends mehr an. Das ist diese komische, nicht Dialektik, aber so Zweischneidigkeit dieses Erinnerns. Man merkt auch zugleich, wie gefräßig die Vergangenheit ist. Sie ist eigentlich unermesslich, sie ist unendlich, es passt alles in sie. Planeten und Planeten und Planeten, Welten, Welten, Sprachen, ganze Kulturen sind plötzlich weg und für immer weg. Also, das will jetzt auch nicht allzu apokalyptisch klingen, aber das ist wirklich so, das ist eine eigenartige eine Erschütterung, die einem da entgegenweht. Also es ist mich jetzt erschüttert, wie viel eigentlich weg ist und unwiederbringlich. Und trotzdem kann man es noch durch so Annäherungen wieder irgendwie noch festhalten. Auch in einer anderen Geschichte in dem Buch, was jetzt nicht, ich werde sie nicht nacherzählen, aber der H.C. Artmann, der große österreichische Meister, hatte diese Idee, er möchte ein verlorenes Volk, nämlich die Pikten, das Piktische und ihre Sprache wieder neu erträumen. Er möchte es rekonstruieren, was unmöglich ist, aber gerade unmögliche Projekte sind in der Poesie gut beheimatet. Also hat er das auch wirklich gemacht und wirklich Gedichte auf Piktisch geschrieben, die natürlich nicht Piktisch waren, aber irgendwie doch. Also es ist halt so eine komische, so ein vergeblicher wie nennt man das? Ein vergeblicher Zaubertrick, ja? Also ein sich anverwandeln wollen, aber es bleibt irgendwas anderes. Ja. Sie geraten ja auch auf die Spuren von H.C. Artmann in Malmö, wo Sie eigentlich was ganz anderes wollten, nämlich einen jungen Schriftsteller treffen, der auf, welche Sprache? Bliss Symbolics dichtet und in Somaliland geboren wurde und blind ist, ja. Und er ist spastisch gelähmt, er ist nicht blind. Okay. Ja, sonst wären die Symbole keine gerichtete Bewegung machen und auch keine Stimme verwenden. Und Sie haben ihn dann tatsächlich nicht getroffen, glaube ich, in dieser Malmö-Geschichte. Nicht zuerst, nein. Geschichte. Ja. Es war so eine Geschichte, wo man halt, man kommt hin, verabredet sich und dann findet man sich tagelang nicht. Und es war irgendwie so, gibt es den überhaupt? Weil es war fast zu schön, um wahr zu sein. Es gibt diese furchtbare, diese tragische, opernhafte, irre Geschichte über Bliss Symbolics von einem Mann erfunden, der war also verfolgter Jude, Überlebender zweier KZs, dann Ghettos in Shanghai. Und er hatte eine Sprache erfunden, die ohne Stimme gemacht wird. Also nur Symbole, die ausgetauscht werden in Schweigen. Und er wollte damit die Menschheit heilen von der Lüge. Er nannte das Bliss Symbolics. Und er versuchte dort alle Menschen zu überreden, dass die das lernen oder ihre Kinder da. Aber niemand hat sich interessiert. Und dann hat man entdeckt, dass Kinder mit Zerebralparese, die sich eben nicht bewegen können oder auch ihre Stimmen nicht verwenden können, dass die mit Bliss Symbolics sprechen können, indem sie auf ein großes Brett haben mit den Symbolen und dann deuten. Und dieser Erfinder der Sprache, Charles Bliss hieß er, hat das bekämpft, paradoxerweise. Der hat es gehasst, dass diese Kinder das lernen. Das ist so ein merkwürdiger, irrer, tragischer Rachefeldzug, auch in den Widersprüchen und in den Druckverhältnissen des 20. Jahrhunderts, so machtvoll eingeklammert, diese Geschichte. Und damit beginnt mein Buch mit dieser ungeheuren Geschichte, aber dann hat sie diese ungeheure Fußnote dabei, nämlich es gibt noch einen Dichter, der hat diese Sprache doch erlernt, obwohl sie von dem Macher dann irgendwie untersagt wurde, dass die überhaupt unterrichtet wird. Er hat es noch in Schweden gelernt.
Er ist also in Somaliland geboren, ein Land, das nicht existiert, konnte dort nicht leben, also als schwerstbehindertes Kind. Die Eltern sind geflohen. In Malmö gibt es eine große somalische Community. Ich glaube ich, die größte in Europa. Und so die Exil-Community. Und da lebt er halt, er hat eine Firma für Honig und Bienen und schreibt oder ja, deutet auf Zeichen und macht damit Gedichte. Und die Gedichte sind großartig, die sind so dark und auch so punk und richtig brutal und voller Schmerz. Und ich wollte den halt unbedingt, ich habe ihn irgendwie dann mal angeschrieben, dann kam er so ganz zögerliche Antworten da zurück. Schließlich dann, als ich mal einmal umsonst in Malmö war und da halt dann nur so herumgegangen bin, habe ich ihn dann doch irgendwann später mal sprechen können. Und es war eine wunderbare Begegnung und er hat, also für mich war es wunderbar. Ich glaube, er war ein bisschen, wie nennt man das, weirded out von jemandem, der halt so begeistert ist. Und er war, ich habe dann so dumme Fragen gestellt, so typische Ableist-Fragen, die man halt stellt. So, wie ist denn das bei Reisen? Warum verwendest du keinen Sprachsynthesizer und so? Diese ganzen dummen Fragen. Aber oft geht es nicht ohne dumme Fragen. Und er sagt, ja, Reisen ist ganz einfach eigentlich, ja. Aber er meinte dann, mit einem Sprachsynthesizer wäre Reisen katastrophal. Und ich fragte, warum? Und dann deutete er auf was und sein Übersetzer hat dann gesagt, I decided not to be silent when the battery dies. Und ich habe gedacht, God damn, das ist ein guter Satz. Und das ist ein Satz, den ich nie fühlen kann und denken kann, weil ich habe das Privileg, mich bewegen zu können und habe das Problem nie. Und ja, wenn du mit einer Batterie verzahnt bist, verbunden bist, hat die ein ungeheures Gewicht. Menschen, denen der Rollstuhl Freiheit gibt, müssen ihn auch pflegen. Sie müssen ihn aufladen, sie brauchen Batterien, Wechselbatterien und so weiter. Es ist eine Maintenance-Symbiose da mit Hilfstechnologie natürlich. Stelle ich mir vor, ich will da nicht sprechen für Menschen, die so leben. Ja, lauter, Sie tragen da ja lauter Geschichten zusammen, auch so kleine Geschichten. Ich muss nur noch mal, weil Sie jetzt gerade auf das Rollstuhlgedicht kommen und vorhin Charles Bliss erwähnt haben, diese Carrie Harrington, dieses kleine Mädchen, das mit Bliss-Symbolen dann lernt, sich auszudrücken. Und da haben Sie ein Foto in dem Buch, wo man so ein strahlendes kleines Mädchen sieht, in dem Rollstuhl sitzt und um sich herum diese ganzen Symbole hat. Ja. Und zum ersten Mal im Leben kann sie Sätze formulieren. Sich ausdrücken kann. Und das fand ich auch ein extrem interessantes Phänomen, das Sie beschreiben, wie wichtig offenbar der Wunsch ist, sich auszudrücken. Und Sie beschreiben, dass das Erste, was das Mädchen gefragt hat, ihre Eltern gefragt hat, warum sprecht ihr nicht mit mir? Ja. Ja, und sich das vorzustellen, dass man das irgendwie für selbstverständlich hält, dass eben jetzt ein Kind mit Zerebralparese nicht sprechen kann und man infolgedessen auch nicht mit ihm kommuniziert. Und Sie beschreiben das ja immer wieder als, Sie benutzen tatsächlich das Wort Grauen, diese Vorstellung, wie viele Kinder oder wie viele Menschen ohne Sprache gelassen werden. Es sind ja nicht jetzt Kinder mit Zerebralparese oder Menschen im Wachkoma. Und Sie fühlen sich da ja sehr stark ein, welche Hölle das eigentlich sein muss, nicht kommunizieren zu können. Es leuchtet sofort ein, wenn man es sich vorstellt. Aber ich glaube, ich habe es mir noch nie auf diese Weise so genau vorgestellt, wie quälend das eigentlich ist und wie fatal das ist und dass es eine Art von Missbrauch ist eigentlich, sich gar keine Gedanken zu machen. Ja, absolut. Ja, was es bedeutet, für einen Menschen nicht kommunizieren zu können. Absolut, das ist ich habe das selbst erlebt. In meiner Kindheit gab es eine Integrationsklasse. Ich war in der Grundschule, würde man in Deutschland sagen, wir sagen Volksschule. Da war eine Integrationsklasse mit zwei nicht ganz gehörlosen, aber also fast gehörlosen Kindern. Das Mädchen konnte ein bisschen verstehen und hat sich gut in den Unterricht einfügen können. Und der Junge, der konnte nichts hören. Und man hat ihm auch nicht jemanden zur Verfügung gestellt, der vielleicht Gebärdensprache mit ihm lernt oder spricht. Also es war
total groteske Folter. Und natürlich für uns war das halt so, ja, der kann nichts sagen und der kann nichts, der versteht nichts. Das war unsere, wir waren, weiß nicht, 6, 7 Jahre alt. Aber dass das möglich war in so Österreich der 80er Jahre, dass niemand auf die Idee kommt. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich mal in einem Park dann gehört habe, wie unsere Lehrerin, Frau Fink hieß sie, die hat dann mal gesagt, der Frederik ist ohne Sprache. Das hat mich schon als Kind, wie, das geht doch gar nicht. Das ist auch illegal. Oder ich weiß nicht, oder es geht dann, ist von vornherein unmöglich. Und es gibt viele Menschen, die ohne Sprache belassen worden sind. Und ja, jeder dieser Fälle ist, es gibt natürlich wirklich manchmal mehrfach Behinderungen, die es schwieriger machen und die eine besondere Pädagogik verlangen und da kann viel schief gehen. Da muss man nicht allzu streng sein, vielleicht, das ist oft schwierig. Aber nicht bei gehörlosen Kindern. Das ist nun wirklich schon erschlossen. Also wir sind nicht mehr in 1500 irgendwann, wo keinerlei Gebärdensprache existiert hat. Es gibt vollständige Sprachen, es gibt viele Lehrende dafür. Das war wirklich Hardcore-Missbrauch von dem armen Jungen. Und kann es mir nicht erklären. Aber seit ich das Buch veröffentlicht habe, haben mir viele geschrieben, ja, ich erinnere mich, mein Sohn, das habe ich habe, man hat mir verboten, mit ihm Gebärdensprache zu lernen, weil es geheißen hat, das ist schlecht für sein Gehirn. Und lauter so Irrsinn. Also ich habe da ja gar nicht viel, jetzt viel hinein recherchiert. Wahrscheinlich würde ich explodieren, wenn ich das, man müsste ein ganzes Buch auch über diese Art von Missbrauch schreiben. Ich bin da wahrscheinlich nicht der Richtige. Aber trotzdem ist es erschütternd, dass das immer passiert ist. Und zwei Geschichten in meinem Buch sind auch heroische Geschichten, wirklich also heldenhafte Geschichten von Leuten, die entweder ohne Zukunft, ohne Rechte, ohne Sprache galten und das aber mit ungeheurem Mut überwunden haben, mit Hilfe einer Plansprache, die irgendjemand anders, der nicht an sie gedacht hat, erfunden hat. Also mit diesem requirierten Werkzeug, Überlebenswerkzeug. Also irgendjemand erfindet aus irgendwelchen abgehobenen Gründen eine Plansprache. Und es stellt sich heraus, das ist die Zauberzutat, die irgendein anderer, sonst rettungslos verlorener Mensch braucht, um zur Welt zu kommen, um sprechen zu können, um mit der Menschheit, die ihn schon aufgegeben hat, in Kontakt zu kommen. Das ist so ein, ja, das ist ein Grundthema da. Und ich habe das Buch insgesamt eher heiter gehalten. Ne? Und das sind aber so die dunkelsten Kapitel, wo es über diese Momente von Sprachvereinsamung geht. Und hinterher habe ich mir gedacht, ich hätte nicht so viele Beispiele, sondern eher die, also ich habe das immer so nach der Reihe dann, ich neige dazu immer so Tweets reinzuschreiben, so und das und das und das und dieses Beispiel. Und das hat aber dann eben so einen flüchtigen ja, Verweilstil. Das ist dann so, ich hätte es vielleicht ein bisschen genauer noch machen können, ein bisschen weniger Beispiele, aber dafür die wenigeren genauer. Ja. Aber was ist das für ein Ding, wenn wir gerade an der Stelle sind, dass jemand wie Bliss, der diese Sprache erfindet, dann an der Stelle, wo eine Lehrerin anfängt, meine Güte, wir haben ein Werkzeug an der Hand, die hat die Bliss Symbolics entdeckt, sich zunächst auch freut und dann aber die Reinheit seiner Erfindung retten will. Und das ist ja ganz seltsam bei sehr vielen dieser Spracherfinder. Gibt es sowas wie ja, so ein Kontrollzwang oder sowas? Also diese Sprache wird erfunden und man kann sich das ja auch durchaus vorstellen. Also man muss ja wissen, wie man die Wörter bildet, wie man Symbole bildet, welche Form man nimmt, wie man die verknüpft. Also man muss sicher unglaublich viel tüfteln, um eine Sprache zu erfinden. Und in dem Moment, wo das dann geschehen ist, ist ja einerseits der Wunsch, andere Sprecher zu finden, die diese Sprache teilen, aber andererseits hocken die auch auf ihre Erfindungen drauf. Und der hat ja Prozesse offenbar geführt, Bliss, Ja, gegen diese Lehrerin, ja. Und auch erwirkt, auch weil er die Sprache einstweilige universell Verfügungen haben erwirkt, wollte ja. und die Kinder praktisch, wie sie es nennen, personalisierte Dialekte sprechen. Ja. Und gehört es ein bisschen mit zu den Charakteren von diesen Spracherfindern, dass es so einen gewissen Kontrollzwang gibt oder sowas? Ja, würde ich sagen, das eine löbliche Beispiel, das strahlende Gegenbeispiel ist Esperanto. Gerade der war nichts, oder Ludwig Zamenhof,
hat sich extra auch explizit immer zurückgenommen. Er hat bei Versammlungen erklärt, extra eigens dafür, also bitte, bitte nicht das mit mir in Verbindung bringen, es ist eure Sprache, es gehört allen und so. Das war der eine, der sich wirklich bemüht hat, unsichtbar zu werden und deswegen als einziger Spracherfinder noch lebendig ist, obwohl er schon lange tot ist. Er ist der Einzige, der noch lebt, aber noch Statuen existieren. Er hat sich versucht, in die Sprache sozusagen absorbieren zu lassen. Alle anderen in meinem Buch, vielleicht nicht alle, aber viele, sitzen als die Päpste und Herren auf ihren Sprachen. Sind fast nur Männer. Wir werden noch über eine Frau sprechen, die Sprachen erfunden hat, aber es ist der seltenere Fall da. Dieses Papsttum ist teilweise fast buchstäblich gelebt. In dem Fall von Volapük war es wirklich eine päpstlich-kirchliche Hierarchie, die da vorgeschlagen wurde von dem Erfinder. Und er mit ihm natürlich als dem Cifal, Chef, dem Häuptling, dem Papst oben an der Spitze, der alles bestimmt. Und der darf, also wenn man ein neues Wort sagt, muss man das bei ihm. Und das ist eine der leichtesten Möglichkeiten, wie man ein Art Todesvirus in eine Sprache hineinprogrammiert. Wenn sie festhängt an einer Person. Das kann man sich nicht so leicht vorstellen, weil unsere Sprachen hängen nicht an einer Person fest. Unsere naturgewachsenen Sprachen. Aber ein Beispiel, das ich dann bringe in dem Buch, das mich total amüsiert hat, ist aus dieser Herr-der-Ringe-Welt. Ich bin gar kein so großer Fan, witzigerweise, von Herr der Ringe. Vielleicht habe ich es zu spät mal zu lesen versucht, aber es tut irgendwie nichts mit mir. Ich war da nicht so hypnotisiert wie die meisten anderen Menschen, zu Recht auch, aber ich, ja. Aber es gibt ja da eben diese Sprachen Sindarin und Quenya, der hat der Tolkien erfunden, so. Und das sind so diese elbischen Sprachen und die Fans lernen die. Aber das Problem ist, er hat sie nicht vollständig erfunden. Er ist vorher gestorben oder hatte keine Lust, das wirklich jetzt total perfekt auszuarbeiten. Also ist eine irgendwie so 40% fertige Sprache mit ein bisschen zu kleinem Vokabular. Aber die Hingabe und der Lerneifer der Fans, die ihn als das größte Genie aller Zeiten verehren, ist so stark, dass sie jetzt das unbedingt können wollen. Sie wollen das sprechen, sie wollen Gedichte schreiben, sie wollen Romane schreiben darin. Und jetzt sind sie vor diesem Problem. Wenn ich jetzt das sprechen will, muss ich neue Wörter erfinden. Aber dann stelle ich mich auf die Ebene von Meister Tolkien. Das darf nicht sein. So, das ist Sakrileg, das ist zu vermessen. Also müsste es irgendwie eine Community machen. Dann bilden sich die, aber dann irgendwie kommunizieren die wieder nicht miteinander. Also es ist Monty Python-Sketch, total. Es ist also großartig. Es sind Menschen in Ketten gelegt von ihren Vorstellungen. Es ist also, sie wären ja komplett frei. Es ist, niemand würde ihnen verbieten, irgendwas zu erfinden, ein vollständiges Sindarin zum Beispiel. Aber die Hingabe und die Liebe zu diesem Erfinder, Tolkien, wegen dem sie ja überhaupt erst auf die Idee gekommen sind, die Sprache zu lernen, ist zu groß. Sie können nicht darüber hinweg. So wie die ja, es ist generell so ein Problem oft in der Literatur, die Autoren mit zu hoher, die zu sehr geliebt werden, J.D. Salinger oder so, ja. Die werden alle, das ist alles irgendwie so, tragische Geschichten sind das immer. Und jetzt, ja, es ist dieses Problem, da werden auch Bücher geschrieben darüber, über dieses Problem, dass man diese Sprache nicht so richtig erlernen kann oder nur indem man sie nicht mehr lernt, dass man sie irgendwie selbst erfindet, aber dann ist es nicht mehr die Ursprache und dann ist es, also ja, und gerade das hat der Erfinder von Esperanto rechtzeitig noch zu Lebzeiten ausgeschalten. Ich sage, egal was ihr damit macht, es bleibt Esperanto, reichert es an, verändert es, es ist nicht meins. Und sie haben ihn nicht so verehrt, wie Leute wie Leser von Herr der Ringe Tolkien verehren, nämlich als uneinholbar genial. So, der hat unsere Welt und wir sind nur Fanfiction. Wir haben dieses, so wie J.K. Rowling und Fanfiction von Harry Potter. Das ist so eine irre Hierarchie. Die stellen sich nicht auf eine Ebene. Aber dafür, dass das funktionieren müsste mit Sindarin Quenya, müssten sie auf einer Ebene stehen. Das können sie nie, weil sie zu sehr Fans sind. Ja, ich reite drauf herum. Aber es hat mich so endlos amüsiert, weil es einfach einerseits, weil ich nicht so ein großer Fan von Tolkien bin und weil es so exemplarisch ist für Ideologien, glaube ich, generell. So ein kleines Gleichnis auf Ideologien.
die ja auch oft mit Liebe zu tun haben. Liebe zu einem Vaterland, Liebe zu einer Religion, Liebe zu bestimmten Menschen, zu Machthaber und so weiter. Ja. Und, Sie finden die schöne Formulierung, dass die Anhänger von Esperanto die Fans der Dynamik dieser Erfindung sind und, ja. Und nicht sozusagen die reine Verehrung der Erfindung, also eine Festlegung der Erfindung, sondern praktisch, dass es eine Dynamik war und sie sich deshalb treu bleiben. Sollen wir mal die Esperanto-Gedichte noch hören? Voll gern, also ja. Wir hören Sie sprechen. Jawohl, ja. Ich habe da, ja, eines ist, das ist wahrscheinlich das Kurioseste, das kann ich da, das lese ich mal vor. Ich entschuldige mich auch gleich, dass ich da mich wahrscheinlich sehr oft verlesen werde, weil es schwer auszusprechen ist. Es ist von Kyula Bagi, wahrscheinlich der, da, also zu seinen Lebzeiten berühmteste Esperanto-Dichter, auch der heute noch, glaube ich, am beliebtesten ist, eine Art, ja, so ein Eichendorf vielleicht, würde man sagen, so jemand, der einfach schnell geliebt wird, wenn man ihn so ein paar Mal liest. Hat sehr viel Witz und Absurdität und Wortspiel und saftige, witzige, so schwankhafte Gedichte. Und das Lustigste oder das Kurioseste ist sein Ranquartetto, das Froschquartett. Man wird schon, man hört auch an der Sprache dann, was da passiert. Und es war teuflisch schwer, das zu übersetzen. Und ich schau mal, wie meine Übersetzung da dagegen. Und das Lustige ist, das ist eigentlich auch ein Lied. Da gibt es Musik dazu, ziemlich berühmtes Lied in der Esperanto-Community, glaube ich, oder zumindest, weiß nicht, ich glaube, die kennen das alle. Und ja, ich versuche das mal zu lesen. Also, La Ran Quartetto. Sub tegmento staris cuvo, dum somera densa pluvo, set tegmento baris pluvon, pluvo falis apud cuvon, char el pluvo cuvne havis pro la soifo ranoi quacis, quac, 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 aqua cuvo, aqua cavo, quac, 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 quacas ni al aquo avo, quac, 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 quar quac cantoi quarde quoce, quartet quacas, plen riproce, pro manchav del cava cuvo en la aquo cuvsen pluvo, quac, quac, quac. Quavac, quavac, quac, quac. Cava cuvo vane vacas, quac, 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 quac. Quancam ni por pluvo quacas, quac, quac, quac. Quod libet de hor quacanta en la cuva cav vacanta. Quacas quere, aquo avo, aquon alla cuvo cavo, quac, quac, quac. Tio pruvas, sed un pluvo staras sub tegment la cuvo, ranoi vane quaci povas, se je salto sin ne movas, donne quacu, kiel ranoi, carae gesam ideanoi. Schwierig. Und ich habe das zuerst wörtlich übersetzt. Und natürlich groovt das überhaupt nicht. Das ist halt nur sowas wie, Quack, Quack, Wasserwanne, Wasserhöhle, wir quaken zum Wassergroßvater, 40-stimmig quakende, im Quartett quakend, vorwurfsvoll und so weiter. Ja, das war nur so, das hat nichts. Ich habe das dann versucht zu übersetzen. Damit es noch den Originalsound und dieses viele Quaken hat, musste ich manche Wörter hinbiegen, sodass sie klingen wie von Fröschen ausgesprochene. Also ja, hier kommt meine Übersetzung. Das Froschquartett. Regen fiel statt heller Sonne und am Dach stand eine Tonne. Dach hielt Tonne sauber trocken, Frösche saßen drin erschrocken, jeder Tonnenfrosch erquakte, weil der Regen hier versagte. Quawak, quawak, quak, quak, quo bleibt's Quasser, quo der Regen, quak, 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 quak zum Regengott um Segen, quak, quak, quak. Qualvoll quakt wie Wasser schwoll, Froschquartett sehr vorwurfsvoll, quäl die Tonne ach so leer, quarum kommt kein Regen mehr, quak, quak, quak. Quawak, quawak, quak, quak, umsonst die Tonne so leer wie breit, quak, quak, quak. Quaken in Quakhalsigkeit, quak, 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 quod libet vom Quäkerchor, in der Tonne leer wie Ohr. Kreuz und quer quakt, lieber quod, quib uns Wasser, aber flott, quak, quak, quak. Wenn die Frösche fern vom Regen sich nicht selber fortbewegen und nur schreien, wir sind nicht nass, bringt das keinem irgendwas. Wie auch wir erkennen müssten, liebe Mitesperantisten.
Die letzte 6 Zeilen sind tatsächlich ziemlich genau. Ich will mich nicht selbst loben, aber die sind echt, echt genau das Original, also fast auf den Reim genau. Sich zufällig so ausgegangen. Habe ich Glück gehabt. Ne? Oft hat man Glück mit dem Reimen. Und ja, a bit of fun. Aber es gibt ja so viel ernste Gedichte darin, darum wollte ich auch ein total, wie man bei uns sagt, narrisches reintun. Wie das bei guten Übertragungen ist, ein tolles deutsches Gedicht. Ja, irgendwie. ich meine, ich habe auch wirklich viele Fehler gemacht in meinen Gedichtübertragungen und der lustigste Fehler, den habe ich dann auch stehen gelassen und mit Erklärung. Es gibt einen von dem, finde ich, dem besten lebenden Esperanto-Dichter Jorge Camacho, gibt es ein Gedicht, wo er beschreibt, dass er, also sind so Kindheitserinnerungen und dann sagt er, zog ich in eine neue Stadt und dort gab es neue Erinnerungen, Erlebnisse und Schleichkatzen. Und ich fand den Vers so schön, so eine neue, also das ist ein wunderbar, so surreales Bild. Und ich habe das Wort eben so übersetzt, Schleichkatze, also die Zibetkatze, La Vivero, Viveroi, schreibt er. Und ich habe das einfach so im Wörterbuch nachgeschlagen. Vivero, wie muss das heißen? Heißt Schleichkatze, stimmt, okay. Nur hatte ich nicht bedacht, dass es eben im Esperanto, wenn man die Silbe ero dranhängt, wird aus einem großen Ding ein Einzelteil. Also Sablo, der Sand, Sablero, das Sandkorn. Und er hatte einfach das mit Leben gemacht. Vivo, das La Vivo, das Leben. La Vivero ist das, der Moment, das Lebensbild, das der kurze Lebenseinheit. Und dann, aber meine fehlerhafte Übersetzung hat mir trotzdem noch besser gefallen. Irgendwie manchmal ist der Fehler ja auch ein Dichter und dann habe ich das so stehen gelassen. Okay, jetzt ist es die Schleichkatz. Die ist ja sogar abgebildet, die Schleichkatze da drin. Die hat genau, noch ein schönes Foto Bild, gekriegt und prägt sich extrem gut ein, die Schleichkatze. Ja. Wollen Sie das letzte Esperanto-Gedicht noch sprechen? Okay, ja. Oder ich kann ja, das ist ganz kurz. Das ist ganz kurz, das ist genau. Ein bisschen trauriger, ein bisschen tragischer. Ja, hier ist es. Es ist ja viel die Rede gewesen von, dass man durch das Erlernen von solchen Plansprachen manchmal wieder Anschluss findet, nachdem man schon verloren war. Das Buch endet, die letzten 100 Seiten sind die Lebensgeschichte von Wassily Jaroschenko, einem unglaublich faszinierenden Mann, der blind war, blind, nicht geboren wurde, aber früher blindet und sein Leben war in Russland kurz vor der Jahrhundertwende eigentlich ziemlich vorausgezeichnet. Du wirst Bürstenbinder oder Korbflechter, that's it. Und vielleicht kannst du ein bisschen musizieren. Aber mit dieser Zauberzutat von Esperanto, die er zufällig erlernt hat, wurde er zu einem polyglotten Weltreisenden, der die Avantgarde in Japan entfacht hat, also die Malerei-Avantgarde, der in China den berühmtesten Dichter Lu Xun inspiriert hat zu seinen Fabeln. Also dass er eine Brandspur von Inspiration hinterlassen hat in seinem Leben und selber aber relativ unbekannt war. Nicht in Esperanto-Kreisen, da ist er ein Klassiker, aber sonst in der Welt ist er unbekannt. Und ich schwelge dann natürlich in dieser erhebenden Fantasie, ja, wie schön ist das, man kommt zur Welt, man entfacht sein Potenzial. Aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Selbst mit den Zauberzutaten geht es manchmal nicht. Und genau das beschreibt ein Gedicht des isländischen Dichters Baldur Ragnarsson, der auf Esperanto schrieb, glaube ich nur auf Esperanto, und als einer der größten Dichter gilt. Er ist, glaube ich, 2006 oder so gestorben. Und das Gedicht heißt, also ich zuerst einmal auf Esperanto, Orfoi. Du infanoi en orienta Congo, gefratoi, dek du jara kai dekses jara, iliai gepatroi mortigitai, ili sendis al mi letteron en Esperanto. Kiel ili lernis la lingvon estas al mi mistero. Antaŭ unu monato ili skribis de nove. La knabo havis akcidenton, falis de biciklo, rompis piedon. Preĝu por ni, vana peto. Post tio nenio. Meine Übersetzung: Waisen. Zwei Kinder im Ostkongo, Brüder, 12 und 16 Jahre. Ihre Eltern waren getötet worden. Sie sandten mir einen Brief auf Esperanto.
Wie sie die Sprache erlernten, ist mir ein Rätsel. Vor einem Monat schrieben sie wieder. Der jüngere Bruder hatte einen Unfall, er fiel vom Fahrrad und brach sich ein Bein. Bete für uns. Vergebliche Bitte. Danach nichts mehr. Das ist eben so ein Moment im Leben von einem so großen Esperanto-Gelehrten, der wahrscheinlich viele Briefe kriegt und zwei Kinder, die haben das irgendwie mühsam ein bisschen erlernt und dann aber danach nichts mehr. Postio, nenio. Das ist auch eine Wahrheit. Und es ist nicht immer so, dass das Potenzial entfacht wird, wirklich. Auch das Leben ist zu ungerecht oft. Und auch schön, dass er es auch irgendwie festhält in so einem bitteren Gedicht, das eine bisschen rätselhafte Zeile enthält, nämlich warum vana peto, warum ist vergeblich? Das weiß ich nicht, warum es vergeblich ist, die Bitte, bete für uns. Das Gedicht macht das ja ein bisschen auch. Ich weiß nicht, warum er das reinschreibt. Trotzdem interessant und auch irgendwie tragisch, traurig. Ja. Bei Esperanto beschreiben Sie auch, es war ja auch eine anarchistische Bewegung. Und gerade was Sie bei Wassily Eroschenko beschreiben, es ist ja eigentlich die breitest angelegte Geschichte, die Sie erzählen. Beschreiben Sie so schön praktisch Szenen. Er kommt irgendwo am Bahnhof an und erwartet, dass ihn jemand abholt aus seiner Esperanto-Gemeinde. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Und Sie lassen so schön offen, wie er dann jeweils wegkommt vom Bahnsteig, wie er dann weiterkommt. Aber irgendwie scheint es zu klappen, denn das ist ja eine reale Geschichte. Er ist wirklich durch die Welt gekommen. Und Sie beschreiben das auch so ein bisschen, diese Esperanto-Gemeinschaft, so wie heute Couchsurfing, wie eine frühe Form des ja, Netzwerks eigentlich. Ja, absolut. Das Internet. Praktisch, genau, eine frühe Form des Internet. Mich würde noch eine Sache interessieren, und zwar, es gibt ja, also nicht nur in diesem Motiv des Katzenlamms, sondern insgesamt zieht sich das immer wieder durch, wie bedeutsam eigentlich Verstehen für Sie ist. Also Verstehen und verstanden werden als wahrscheinlich urmenschliches Bedürfnis. Und auf der anderen Seite gibt es ja praktisch die Freude an Worterfindungen, die Freude an Absonderlichkeiten, Bizarrien. Und gibt es da irgend sowas wie die Überlegung, also wenn eine Sprache einfach ist, ist es ja relativ schlicht verstanden zu werden. Ja, dann ist irgendwie, der Himmel ist blau von mir aus, ein einfacher Satz. Wenn ich den sage, dann wissen Sie, was gemeint ist und dann ist auch gut. Ja. Und gibt es bei Clemens Setz sowas wie, je weiter man die Abstraktion und die Abwege treibt, desto interessanter wird eigentlich das Phänomen des Verstandenwerdens, weil nur dann lohnt es sich ja richtig, verstanden zu werden. Andererseits, auf wirklich abwegigen Wege, wenn es wirklich, ich sage es jetzt mal absonderlich, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, wenn es wirklich absonderlich ist, kann einem ja eigentlich niemand folgen. Und irgendwo dazwischen, meine ich, sehe ich, dass sich das in dem Buch die Gedanken bewegen. Optimal wäre praktisch die Passgenauigkeit eines Verständnisses von gleicher Absonderlichkeit, was aber komplett unmöglich ist eigentlich, oder? Ja. Also eine sehr komplexe Frage. Ich habe sie aber verstanden und sie tritt in Resonanz mit Dingen, die mich sehr umtreiben und bewegen, aber sie ist möglicherweise zu schwer zu beantworten. Also ich kenne zumindest das Problem schon früh, dass man sich nicht verständlich machen kann. Das schon, das weiß nicht, ob es an meinem Asperger-Gehirn oder was auch immer liegt, was auch, man weiß ja nie so genau, was man ist, aber gab schon immer so ein bisschen eine Sehnsucht nach Verstandenwerden oder auch, dass sich Menschen ein bisschen anders ausdrücken.
dann würde ich sie vielleicht besser verstehen. Ne? Dann, vielleicht würde ich dann nicht immer wahrheitsgemäß antworten, wo aber eigentlich eine scherzhafte Antwort angebrachter wäre. Dieses Hinterherhinken mit den Social Codes und so, das kenne ich ein bisschen, zumindest aus der Kindheit. Ich glaube, ich bin sehr high-functioning, also ich habe es gut angepasst inzwischen, aber das schon. Aber das ist vielleicht so das Fundament, auf dem das fortwährende Interesse an solchen Problemen liegt. Aber Sie haben ja auch gemeint, so dieses sich in ein abwegiges Thema hinfallen lassen. Da habe ich eine... Also eine Sache erleichtert es, weil mir fällt nicht auf, dass etwas abwegig ist. Weil das regelt einfach die Leiden, also wie nennt man das, die Leidenschaft oder die Obsession. Wenn ich mal nach etwas süchtig geworden bin, so wie nach so Esperanto-Dichtung lesen und verstehen wollen, ist es für mich das Zentrale, die zentrale Sache. Und dann aber in der Mitteilung muss ich folgende Sache, glaube ich, machen. Das versuche ich dann auch bewusst. Und das ist für mich auch das Programm wirklich von fast aller Literatur irgendwie. Es klingt jetzt sehr kühn, das zu sagen, aber ich bleibe mal dabei, versuchsweise. Und zwar, hier ist ein Mensch, der nach anderen Parametern funktioniert. Er denkt zum Beispiel die ganze Zeit an das, an das, an das, an das und all diese Dinge waren bisher für niemand sonst so wichtig. Und hier funktioniert er. Er zeigt jetzt, wie er funktioniert und über das zeigen, wie er funktioniert, wie er denkt, wie er mit seinem, nennen wir es nerdiges Thema, abwegig, lebensfern, nicht geteilt von allen anderen, wie er damit umgeht, erkennen wir ihn wieder, wir die Leserschaft. Er wird uns vertraut, er wird uns in meinem Fall, jetzt in der Fall der formulierten Literatur, vielleicht durch sprachliche, interpersonale Dinge wie gute Metaphern, sinnliche Sprache, jemanden anstecken mit Freude, mit Freude an irgendeiner Spielerei, mit Spielangeboten in der Geschichte. Das kann eine Storyline sein, das kann ein unterhaltsames Rätsel sein, das man aufbaut. So wird er uns wieder erkenntlich. Und das ist wirklich, ich meine, das ist fast jeder Roman ist so. Ne? Jemand ist irgendwie seltsam. Es ist etwas, was nicht, es stimmt irgendwas nicht mit der Figur, mit dem Leben, mit dem Text selber. Und jetzt sehen wir ihn in Aktion und darüber erkennen wir ihn. Das ist, glaube ich, wirklich ein sehr häufiges Grundmuster von Geschichten, von erzählender oder irgendwie dramatischer Texte, Literatur. Und das. In diesem Buch habe ich besonders stark, auch richtig predigerhaft darauf hinweisen wollen, dass eben solche Themen wie Klingonisch oder so Esperanto-Dichtung, die dann geschrieben wurde, nerdige Themen, so Wikipedia-Reiterei, ja, dass das nicht weiter von Gott entfernt ist als das Studium von Ehedramen oder von worüber wird noch viel geschrieben? Über Donald Trump oder irgendwas. Also Dinge, wo wir wissen, das ist verbunden mit dem großen, mit den saftigen, bewegenden Geschichten. Es ist alles für mich gleich weit entfernt von Gott. Das ist ein bisschen ein entlehntes Zitat. Also es gibt dieses von Leopold von Ranke, heißt er, glaube ich, der Historiker. Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott. Und für mich ist jedes Thema unmittelbar zu Gott. Es braucht nicht eines weiter entfernt. Wachkommastation oder Verbstrukturen. Es gibt nichts, was abgeschieden ist. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen meine Religion. Ja. Es gibt nichts, was verstoßen ist von vornherein, was nicht mehr zurückfindet. Und es hängt eben davon ab, wie man es ausdrückt. Es gibt schon universelle Gesetze, wie man Geschichten erzählt. Das ist eine uralte Kunst und die kann man auch wirklich da kann man wirklich so Grundgesetze auch lehren. Ich hätte das gern gemacht. Ich habe mich mal beworben um eine Professorenstelle für literarisches Schreiben. Leider hat man mich nicht genommen, aber ich hätte sowas, würde sowas gern machen. Aber ja, das sind, also ist das irgendwie, geht es in die Richtung, was Sie gemeint haben, oder?
zähle ich hier. Nein, nein, in gewisser Weise ist das, was Sie beschrieben haben, eigentlich ist das auch eine Form des Übersetzens, oder? Letzten Endes. Im Prinzip muss man jemand anderen übersetzen. Sei es in Handlung, sei es in Sprache, in irgendeine Form des, vielleicht auch des eigenen Innenlebens übersetzen oder des eigenen Vokabulars. Und wenn ich verstanden habe, in welcher Sprache der ungefähr spricht, dem ich bei Tätigkeiten beobachten, dann kann ich ihn auch einigermaßen übersetzen. Und ich hatte mir zwischendrin auch überlegt, ob nicht überhaupt jedes literarische Werk so was ist wie eine Plansprache. Eigentlich fängt der Autor ja sozusagen bei Null an und fängt an, die Elemente, die Verknüpfungsregeln, die Sprachregeln, die Regeln, wie die Figuren interagieren, neu aufzubauen. Und so sehr weit entfernt ist es gar nicht. Sollen wir eigentlich über diese Ladan-Sprache noch sprechen? Oder ja, so? Ich weiß nicht, wie viel Zeit. Ich kann es auch nur kurz, vielleicht zum Abschluss ein kleines Beispiel daraus, weil sie irgendwie sehr herzerfrischend und anmutig ist. Also ich finde, das ist sehr unterhaltsam und lustig. Und dann können wir das vielleicht ganz zum Schluss machen. Okay, ja, weil gerne. Ich hab, also dann hätte ich, da, so, dann hab, ja, weil ich habe davor noch eine Frage. Ja. Und zwar, mir schien es ein bisschen so, als wäre die Bienen und das Unsichtbare auch sowas wie eine Autobiografie in der Form anderer Biografien, also zusammengesetzt aus lauter Episoden, aus anderen Lebensläufen, aus lauter Episoden, aus Beobachtungen. Und Sie schreiben ja auch, dass Sie selber extrem in der Krise waren und dass die Erfindung einer Sprache auch mit Krisen zu tun hat. Und eigentlich ist es auch so eine Form von Neuerzählung der eigenen Autobiografie. Und das würde ich als Frage gern verknüpfen mit, Sie nennen diesen James Kilty, der dieses Parshat erfunden hat, oder Parshat, so? Parshat, ja. Und da gibt es dieses Motiv, dass er gern eine Figur wäre, ja. Und das ist mir irgendwie bei irgendeinem anderen Buch von Ihnen auch aufgetaucht, ich weiß nicht mehr, welches es war, also diese Idee als Autor praktisch, zu einer Figur zu werden. Und das beschreiben Sie mit als Idee in der Plansprache auch, eine Sprache so auszuarbeiten, dass man als Autor praktisch da reinkriechen kann und abtauchen und nicht mehr der Autor ist, sondern eben eine Figur dieser Sprache. Und das ist ja eigentlich eine Idee, die ich zum Beispiel von Clemens Brentano kenne, der in Briefen zu Sophie Moreau geschrieben hat, du musst mir das Leben erfinden, helfen, sonst sterbe ich. Ja. Und diese Vorstellung hatte, ein Werk zu schreiben und von einer weiblichen Stimme erzählt zu werden. Also auch mit diesen Katharina Emmerich, mit der Nonne, die er am Krankenbett begleitet hat. Und das war so eine Art fixe Idee von Brentano, nicht mehr selbst Autor zu sein, sondern zu einer Figur zu werden und sich dazu sozusagen Helfer zu suchen. Erkennen Sie da irgendwas wieder oder sagen Sie, das ist total ja, also es ist sehr. Ich wusste das gar nicht über Brentano, aber ich würde gerne mehr wissen. Das sich in eine Figur verwandeln, passiert manchmal aus einer Selbstrettungsreflex. Das ist auch oft zu merken, wenn man zum Beispiel schwer krank ist oder so, und dann spielt man das sehr stark oft. Also ich hatte mal so eine Zeit, wo ich ziemlich krank war und da, Gott sei Dank nicht mehr inzwischen, aber es war immer so, ich habe das dann extra immer gespielt, noch extra. Also es war so ein merkwürdiger Totalverlust der Persönlichkeit und dass man halt in der Rolle so aufgeht. Eine Art Kayfabe, also das ist so Wrestling-Charaktere, die dann verschmelzen mit ihrer Figur. Und das Interessante bei diesem James Kilty war, dass er halt, er war todkrank schon und hat aber dann so ein gigantisches Reich ersonnen. Prashat hat er das genannt, und eine vollständige Sprache und auch Theaterstücke darin und ein Gedicht,
Ein Gedicht habe ich noch gefunden. Ich habe die Theaterstücke nicht mehr auftreiben können in den Archiven. Aber er hat sie auch aufführen lassen dann so als, ich weiß nicht warum, also niemand im Publikum konnte die verstehen. Es war auch gar nicht genug Zeit da, noch Leute zu bekehren. Aber er wollte einfach das erleben als der einzige Bewohner des Planeten Prashad. Es war so eine Sci-Fi-Geschichte. Also. Und ich glaube, in einer gewissen Weise seinen Überbau genießen, indem er eine Figur ist und nicht ein in Raum und Zeit verlorener Mensch vielleicht. Und vielleicht machen Religionen das ja auch manchmal. Ne? Man ist dann nicht mehr dieses Zellphänomen, sondern man hat eine Rahmenhandlung endlich. Und die größte Rahmenhandlung ist eben eine Sprache, die auch auffällt, dass man sie, die ist nicht so unsichtbar wie die Muttersprache oder wie die Landessprache. Die merken wir gar nicht, die atmen wir selbstverständlich. Aber eine, die selbst, die noch extra gebaut wird, die sticht heraus als was Merkwürdiges, als was Auffallendes, ein Gerüst. Und da kann man dann, glaube ich, verschwinden. Er hat sich da reingebeamt irgendwie und war dann weg, bevor er körperlich gestorben ist, glaube ich, irgendwie. Also das ist eine komische Geschichte über dieses gigantische Reich mit einem einzigen Einwohner. Und auch unbetreten von allen anderen jemals. Niemand ist da reingegangen. Auch wieder nur ich bin dann hinterhergetrottelt irgendwie und habe da versucht, was auszubauen. Aber es hat nicht funktioniert. Das ist wirklich verschwunden, diese Welt von Prashad. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber dann können wir ja zum Abschluss noch diese lustige Frauensprache. Ja, genau. Ja. Das ist von Suzette Elgin erfunden, eine Science-Fiction-Autorin, der irgendwann mal der Gedanke gekommen ist, dass eigentlich keine Sprache der Welt, zumindest die westlichen Sprachen, ihr geeignet scheinen, über die Erfahrungswelt einer Frau zu berichten. Wie sie das beschreibt, klingt auf den ersten Blick reichlich klischeehaft. Also so zum Beispiel, Frauen bräuchten ja zum Beispiel folgende Seinsweisen, die man in Suffixen darstellt, nämlich zum Beispiel Ekstase oder Schock, Meditation, hypnotische Trance, Verwirrung. Aber ich meine, also es klingt eigentlich so ein bisschen abwertend. Ne? Also Frauen sind irrational und borderline und so. Das meint sie aber nicht. Sie hat das vielleicht etwas ungeschickt dargestellt. Man muss dann weiterlesen und die Sprache einfach in der Gänze studieren. Das habe ich gemacht. Ich habe das ganze Vokabular, das ganze Wörterbuch durchgelesen. Und dieses Wörterbuch von Ladan, wie die Sprache heißt, ist wirklich ein Meisterwerk an Neologismen und einfach ein Katalog der unbenannten Dinge. Das heißt, wenn es sonst nichts ist, ist es wirklich ein glänzender Katalog der Dinge, die noch keinen Namen haben, aber einen haben sollten. Ob es wirklich jetzt allein für Frauen etwas verbessert, diese Sprache zu können, kann ich nicht beurteilen. Es scheint mir eben eine Sprache vielleicht überhaupt für marginalisiertes Erleben zu sein, sensibilisiert auf untergeordnete, unbedankte Rollen im Alltag. So kann man sagen. Das ist ja nicht so, dass nur Frauen die haben, aber traditionell vielleicht mehr. Aber sie hat da wunderbare Wörter. Ich kann ja ein paar davon vorlesen. Also eins, was so typisch für die Sprache ist, ist das Wort Radidin. Das heißt Unfeiertag. Eine Zeit, die angeblich ein Feiertag ist, aber in Wahrheit aufgrund der vielen Arbeit und Vorbereitung eine Last darstellt, so sehr, dass man sich davor fürchtet. Besonders dann, wenn zu viele Gäste da sind und keiner von ihnen mithilft. Oder zum Beispiel, sie hat ein Wort wie Lometha. Das ist ein Lied, das einer Frau seit ihrer Geburt gehört. So einen Gedanken muss man auch mal haben. Wenn das selbstverständlich wäre, was wäre dann noch alles selbstverständlich? Also es sind so Konzepte, die sich da so wunderbar, also die so entfaltbar wirken für mich, finde ich. Oder auch der Halle Hadi Hahal ist eine andauernd von allen Seiten unterbrochene Arbeit. Oder ein Wort wie Bala, ganz kurzes, simples Wort, also Grundwortschatz, Bala. Sinnvolle, alles andere als zwecklose Wut auf jemand Bestimmten und mit gutem Grund. Und dann
Bina, sinnvolle, alles andere als zwecklose Wut auf niemand bestimmten und ohne Grund. Und das zum Beispiel auf gleiche Ebene zu halten. Oder das simple kurze Wort ab bedeutet Liebe für jemanden, der gemocht, aber nicht respektiert wird. Das ist schon mal verwirrend. Liebe, mögen und Respekt sind in einem interessanten, schwer, zumindest für mich schwer denkbaren Spannungsverhältnis. Oder sie hat dann auch ein Wort, also ziemlich cool muss man auch sagen, das Wort für Raumschiff ist Yo. Das finde ich schon mal sehr gut. Das, also man hätte mich 100 Jahre einsperren können, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Raumschiff einfach Yo zu nennen. Und das Wort LOL ist auch lustig, also ich glaube, sie hat das vor Twitter und so weiter erfunden. LOL ist ein Gefühl von Community, Zusammengehörigkeit, Schwesternschaft, Kameradschaft, Zugehörigkeit und Zusammenhalt. Eine Gruppe von Leuten, die sich mit der Intention versammelt, diese innere Zusammengehörigkeit zu erzeugen, zu unterscheiden von einer Stadt oder einer allgemeinen Ansammlung von Menschen. Denn LOL impliziert die ausdrückliche Intention des Zusammentreffens, die Kohäsivität der Gruppe zu erzeugen. Also es ist schwer, im Internet jetzt aktiv zu sein oder zu lesen und nicht bei LOL ständig das jetzt zu denken. Also ja, ich finde, das Ladern kann man im Internet finden, man schreibt es mit Doppel-A, da gibt es das vollständige Wörterbuch, braucht man einige Tage, um das durchzulesen, das ist wirklich sehr vergnüglich. Die Sprache selbst ist etwas zu schwer zu lernen, es ist eine tonale Sprache, es gibt auch kaum Hörbeispiele, das ist ein bisschen, das war mir zu schwer, das zu lernen. Sie ist vielleicht auch nicht ganz so leicht, mundgerecht, also man spricht sie wirklich schwer aus teilweise, aber das Genießen der Neologismen, ich finde, das ist eine Art großer Listenroman, ein Roman in alphabetischen Begriffen und also ziemlich ein kleines Meisterwerk und auch so unbekannt, dass ich es unbedingt weiter erzählen musste in dem Buch. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Mir hat sich dieses Unfest, hatte sich mir auch schon bei der Lektüre sehr stark eingeprägt. Ein Fest, das eigentlich kein Fest ist, weil es so anstrengend ist, dieses Fest zu veranstalten und kein Gast hilft. Mütter kennen es vielleicht besonders, denke ich mal, vermutlich. Und ja, es fehlt alle diese Wörter, die wirklich viele sind. Auch teilweise sehr poetisch, also das Wort für Motte ist irgendwie so Mond und Schmetterling, so symmetrisch, Olo, das ist also so, wo die also sehr, sehr, wirklich mit feiner, wie mit einer, wie soll man sagen, mit so Goldschmiedefingern gebaut ist das manchmal, so ganz auf der Ebene der Buchstaben und ihrer Ästhetik. Also wirklich eine wunderbare, feine Erfindung. Leider wird es oft reduziert dann in den Texten darüber auf das fiktive Sci-Fi-Universum, in dem sie das spielt. Und ihre Romane von Suzette Elgin sind nicht genial. Also sie sind etwas theorielastige Science-Fiction. Das ist nicht jeder, also nicht mein Geschmack und vielleicht ist es etwas, was manchmal abschreckt. Das muss man aber gar nicht so betrachten, ihre Romane, wo das vorkommt. Einfach nur die Sprache selber anschauen, die ist fantastisch. Man kann ja Ihr Buch mal als Einstiegsdroge dafür benutzen und sich einlesen, das sind viele schöne Beispiele dafür drin. Ja. Lieber Clemens Setz, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank und viele Grüße nach Wien und einen schönen Abend für alle, die uns zugehört haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke schön.